Hallo, grüße euch und wie immer liebe Grüße aus Paraguay. Ich bin der Pitt und das heutige Thema ist, könnt ihr mal vorstellen, Gehaltserhöhung in Paraguay? In Zeiten der Krise, ist das möglich? Bleibt dran. Viele von euch fragen mich wie immer, Pitt, wie sind die Gehälter in Paraguay? Das ist eine wieder der vielen Fragen, die ich euch auch in diesem Video beantworten werde. Das ist heute natürlich in der heutigen Zeit, also eine Krise gibt, vielleicht noch nicht so starke Wirtschaftskrise, aber die kommt so oder so, auch in Paraguay, ist das Thema sehr, sehr wichtig. Und das wird auch oft im paraguayischen Fernsehen besprochen. Deshalb wollte ich euch kleine Ausschnitte aus dem paraguayischen Fernsehen zeigen mit einer kurzen Übersetzung dazu. Also bleibt dran. Con salarios mínimos van a tener un recorte del 10%. Y las personas que ganen más de 10 salarios mínimos van a tener un recorte del 20%. Haciendo un cálculo, 5 salarios mínimos serían casi 11 millones de guaraníes. 10.970.000 guaraníes aproximadamente. O sea, tendrían un descuento entonces de 1 millón de guaraníes, que sería 10%. Sí. En el caso de los que ganan 10 salarios mínimos serían 21 millones de guaraníes. Bueno, los que ganan más de 21 millones de guaraníes van a tener un recorte del 20%. Señora, serían 2 millones de recortes. Además de horas extras, de combustibles y otros tantos privilegios que hemos encontrado, había sido tienen. Con esto se estaría ahorrando una buena cantidad que será destinada a salud. Sí, señora. Y esto generó reacción. Also grundsätzlich muss man noch dazu Folgendes sagen, also das Minimumgehalt seit den letzten Monaten, ja Jahren, sage ich mal, steigt regelmäßig. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem natürlich, dass die Arbeiter, also die Angestellten, teurer werden. Nicht nur das. Natürlich sämtliche Produkte drumherum werden natürlich die Preise genauso aufgehoben. Also letztendlich, ich sage mal, man hat früher, sage ich mal, 100 Euro verdient und Butter hat es 1 Euro gekostet. Jetzt verdient man 300 Euro und das Brot kostet 3 Euro. Also ich denke, das Verhältnis bleibt ungefähr. Im Gegenteil bin ich der Meinung, dass die Preise natürlich wie überall schneller steigen als die Gehälter. Aber wie gesagt, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Initiative, die hohen Gehälter zu kürzen, jeweils um 10 bzw. um 20%, sind auf jeden Fall gut. Diese Maßnahmen sind natürlich vorübergehend. Also zuerst sind diese geplant für 3 Monate. Ob natürlich die 3 Monate eingehalten werden, da weiß natürlich heutzutage auch keiner. Ich kann mich sogar an den, sind das schon sehr, sehr viele Jahre her oder sehr lange her, da wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt. Viele von euch natürlich können sich noch daran erinnern. Und wie sieht es heute aus? Ja gut, ich bin 18 Jahre nicht mehr in Deutschland, aber die Frage könnt ihr sicher besser und korrekterweise beantworten. Also schreibt unten drunter, wie sieht die Situation in Deutschland heute aus? Aber was wichtig ist, bleiben wir bei den paraguayischen Verhältnissen. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man
die kleinen Unternehmen auch am Leben erhält. Klar, wenn wir zum Beispiel eine Arbeitshilfe haben, ab und zu kommt ein junger Mann und hilft uns, man wird älter und ist nicht mehr so gesund und so stark wie früher. Also von daher kommt ab und zu ein Mann und hilft uns. Diesen Mann zahlen wir auch, sagen wir, entweder tagesweise oder pro getanen Arbeit. Also ich sage mal, der macht zum Beispiel jetzt, 200 Quadratmeter Rasenmäher. Na, dafür bekommst du das und das. Und ob du jetzt in einer Stunde fertig wirst oder in fünf, ist eigentlich ja wurscht. In Paraguay so oder so, also man nimmt die Zeit da nicht so genau. Also man sagt, wir haben die Uhren, also eigentlich ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. Ja, also das habe ich immer wieder wiederholt. Also in diesem Sinne. Zwischendurch kurze neue Nachrichten zu Coronavirus und dann machen wir weiter mit den Kürzungen. Okay, bleibt dran. Por lo menos es una noticia positiva, sí. No aumentaron los casos en demasía, solamente un caso nuevo. 4 pacientes siguen internados. El Poder Ejecutivo... Also ich hoffe, man kann mich noch gut erkennen. Ich wollte noch mal meine persönliche Meinung zu den Gehaltskürzungen sagen. Gerne möchte ich auch wissen, wie ist es eure Meinung dazu, und zwar unten in den Kommentaren. Ist es grundsätzlich sinnvoll oder eher sagt ihr, nein, warum, man sollte eher Schulden produzieren? Es sind sicherlich immer verschiedene Meinungen dazu. Und jeder kann natürlich seine persönliche Meinung haben. Ich habe es auch meine, werde ich gleich euch erzählen. Aber schreibt bitte unten in den Kommentaren zuerst eure Meinung. Was hält ihr überhaupt grundsätzlich von Gehaltskürzungen? Wäre das auch eine gute Idee für Deutschland, für die Schweiz, für Österreich oder auch für andere Länder? Oder man sollte sich verschulden? Was ist Ihre Meinung dazu? Also meine persönliche Meinung sieht so aus, dass ich ja sage, okay, es ist grundsätzlich okay, denke ich mir, dass alle mitziehen, also an einem Strang mitziehen. Also diejenigen, die mehr Geld haben, sollten sicher auch, ich sage jetzt mal meiner Ansicht nach, auch für die anderen, also die Schwächeren, ich sage mal, nicht direkt aufkommen, aber zum Beispiel, wenn man jetzt 5.000 Euro verdient, wenn euer Gehalt jetzt zum Beispiel 5.000 Euro beträgt und ihr habt 10% weniger, also sprich 500 Euro. Also ich bin der Meinung, es ist der Sache wert. Also die 500 Euro tun euch zum Beispiel sicherlich nicht weh. Und wenn man natürlich die 500 Euro sammelt, also mal die Regierung sammelt für die Ärmeren und für das Gesundheitssystem vor allem, was wichtig ist, also für die staatlichen Krankenhäuser, bin persönlich der Meinung, dass es also wirklich eine gute Idee ist. Ob und wie es umgesetzt wird, ist wieder eine andere Sache. Aber von der Idee her bin ich der Meinung, dass es wirklich wert ist und man sollte es versuchen. Es werden schnell, wie zum Beispiel in Deutschland, was ich zuerst gehört habe, schnell 200 Milliarden Euro. Ich nenne es mal einfach gedruckt. Das kann man schnell machen, auf jeden Fall. Aber was passiert dann? Die Schulden bleiben. Ja, und jeder von euch, ob es in Deutschland oder halt Schweiz oder Österreich, müsst ihr die Schulden tragen. Und ich sage jetzt mal 200 Milliarden Euro
ist schon ein Batzen Geld. Ich spreche jetzt nicht jetzt von den Vereinigten Staaten, wo es um etwas mehr Geld geht. Ja, aber ja gut, da ist wieder ein ganz anderer Fall, wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber was wichtig ist, für mich oder aus meiner Sichtweise, ist die richtige Lösung für Paraguay. Also man kann auf keinen Fall Paraguay jetzt mit Deutschland vergleichen. Das ist, ich sage mal, also nicht direkt Drittwelt, also auf jeden Fall ist ein armes Land. Es gibt auch viele arme Menschen. Es gibt natürlich auch reiche Leute. Man braucht nur nach Asunción zu fahren oder, sage ich mal, grundsätzlich in den Großraum Asunción beziehungsweise an die brasilianische Grenze, Ciudad del Este. Da sieht man zumindest in den Zentren also wirklich das Reichtum. Ja, da sieht man wirklich das Reichtum. Und da stellt sich die Frage, nicht nur für mich, sondern ich denke auch für alle Paraguayer, woher sollte man das Geld nehmen für das Gesundheitssystem? Klar, man sollte vielleicht früher bezahlen. Apropos Sparen, also in Paraguay gibt es auf jeden Fall das System, dass der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in die Krankenkasse einbezahlen sollen. Meistens auf dem Dorf wird es halt nicht gemacht oder halt bei gelegentlichen Arbeitern wird das logischerweise ja nicht gemacht. Das ist ähnlich wie, sage ich mal, damals, weiß ich, ob es noch gibt in Deutschland, wie arbeitest du auf 400-Euro-Basis? Ja, sowas gab es. Das heißt also, hier gibt es auch für die Kleinverdiener, damit die natürlich auch das Geld sparen können und da, sage ich mal, ihrer Arbeit nachgehen. Und ich denke, die Idee grundsätzlich von der Idee her ist ja nicht verkehrt. Okay? Was hält ihr davon? Ich bin gespannt, wie ihr das Problem seht. Welche Maßnahmen eurer Meinung nach sollte man unternehmen? Auch in Paraguay. Vielleicht habt ihr auch gute Vorschläge für Deutschland. Also in diesem Sinne möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Bis zum nächsten Video. Schreibt weiter eure Kommentare. Was möchtet ihr hören? Was interessiert euch? Also ich denke, das ist jetzt ein aktuelles Thema, was wirklich für die Paraguayer oder grundsätzlich für das System sehr wichtig ist, was Gehälter angeht. Ihr habt auch oft gefragt, wie sieht es mit den Gehältern aus? Und ich denke, damit habe ich euch etwas helfen können und hoffe, eurerseits wieder auf weitere Fragen und freue mich auf das nächste Video. Schreibt unten bitte die Kommentare, gibt's Likes wie immer nach oben, teilt das Video. Ja? Es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, die sich für das Thema interessieren. Also einfach bei Twitter, Facebook und so weiter einfach das Video teilen. Und wie immer, hier auf der linken Seite werde ich weitere empfehlenswerte Videos euch zeigen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.